Leute, für mich aktuell das neueste Set, für euch schon ein bisschen, wahrscheinlich schon ein bisschen älter, hoffe ich. Throne of Eldraine, geiles Set. Sollen wir direkt mal hier rein starten? Ich hab richtig Bock, ich habe ewig nichts aufgemacht. Wir haben Curious Pair für 2x13 und man kann einen Food Token kreieren. Food Token sind richtig cool. Ja. Dann haben wir Mehrvolk Secret Keeper 1x04 und man kann für 1 Mana was? Die obersten 4 Karten des Decks auf den Friedhof legen. Das ist okay. Reaper of the Night, 7 Mana, 4/5, wenn der angreift und der Gegner 2 oder weniger Handkarten, kriegt er fliegend und für 4 Mana kann man den Gegner 2 Karten abwerfen lassen als Adventure, okay. Davon will ich das Weiße haben, am besten in Foil. Gingerbread Cabin, ist ein Land, das kann man fetchen, das ist halt wichtig. Macht ein grünes, kommt getappt ins Spiel, es sei denn, ihr kontrolliert 3 Forest. Ich glaube tatsächlich, dass davon nur das Schwarze wirklich gut ist. Das Blaue kann man vielleicht abusen im Legacy, aber das war's. Und wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen Food Token. Die Food Token machen übrigens, man kann die für 2 Mana tappen, opfern, um 3 Leben zu bekommen. Meistens benutzt man die aber für andere Karten. Dann Red Cap Raiders. 3 Mana, 3-2, Goblin Warriors. Wenn die angreifen, kann man einen Nicht-Menschen tappen. Und wenn man das tut, kriegen die +1/+1 zum Trampel. Naja. Silver Flame Ritual. 4 Mana Sorcery und legt eine +1/+1 Mark auf alle Kreaturen, die kontrollierst. Wenn du mindestens 3 weiße Mana ausgegeben hast, kriegen die andere Wachsamkeit. Das ist gut. Das ist echt gut. Oh, das. Oh mein Gott, das Artwork. Ich zitter ein bisschen. Marileaf Rider, 2 Mana, 3-1, wow. Man kann einen Food opfern, um eine Kreatur den blocken zu lassen. Das meinte ich mit, man kann Food auch anders benutzen. Dann Queen of Ice, 3 Mana, 2-3. Und immer wenn die Mietner Kampfschaden zufügt, nee, wenn die eine Kreatur Schaden zufügt, wird sie getappt und sie enttappt nicht. Ja, und für 2 Mana kann man eine Kreatur tappen und sie enttappt nicht als Adventure. Das ist tatsächlich eine gute Karte. Die würde ich in meinem Commander-Deck spielen. Dann Reef Soul, 2 Mana, Destroy Target Creature, with, also meine Kreatur mit Stärke 3 oder weniger wird zerstört als Sorcery. Naja. Gibt's nicht Smoother? Ah, nee, Smoother macht Mana-Kosten, okay. Was haben wir hier? Crystal Slipper, oh mein Gott, das finde ich ja so schön. Beyond the Great Henge. Es ist einfach so schön. Hier, Cassia found that thing. Oh. Das ist halt einfach, das ist der silberne Schuh von Aschenputtel. Und es sind tatsächlich so ein paar Sachen sind eingestreut. Es gibt auch die 7 Zwerge, die hatte ich mal in diesem Special Collectors Booster, was ich mal hatte. Ja, das ist, ich liebe diese Geschichten. Ich bin ein alter Mann, es tut mir leid. Und das ist einfach Glück, das macht mich glücklich. Na, der Ausdruck der Kreatur kriegt auf jeden Fall +1/+0 in Eile und es kostet halt 1 zum Equippen, ist der Shit. Archon of Absolution. 4 Mana, 3-2, fliegend, Schutz vor Weiß und Kreaturen können dich oder Planeswalker, die kontrollierst, nicht angreifen, wenn der Gegner nicht 1 bezahlt für die Kreatur. Das ist eine gute Karte. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Edgewall Innkeeper, 1 Mana, 1-1 und immer wenn man so ein Adventure-Spell spielt, also so eine Kreatur ins Spiel kommt, mit die so ein Adventurer ist, ja, zieht man eine Karte. Der ist, wenn die Adventure-Karten gut werden, wird der auch gut. Thunderous Snapper, 4 Hybrid grün blaue Mana und immer wenn man eine Kreatur, nee, einen Zauber spielt, Mana kosten 5 oder höher, zieht man eine Karte und der ist 4 Mana 4-4. Das ist stabil. Das Artwork. Heilige Scheiße, Wizards. Und, oh mein Gott, Murderous Ritter. 3 Mana 2-3, oh mein Gott. Zombie Knight. Und Instant Adventure, man kann eine Kreatur oder einen Planeswalker zerstören und 2 Leben verlieren und man kann mit Lifelink, 2-3 Lifelink, kann man den als Zuguka als Kreatur haben und wenn der stirbt, kann man den unters Deck legen. Oh mein Gott, guckt euch dieses Artwork an, oh mein Gott, der ist auch gar nicht mal so günstig. Oh mein Gott, ich habe mich gerade erschreckt, oh mein Gott, ich freue mich gerade mega. Ja, dann haben wir hier noch einen Mountain und noch einen Ohrenwolf, einen grün-schwarzen Wolf. Wenn er stirbt, kriegst du einen Loyalitätskern auf jeden Fall. Aber, oh, guckt euch. Mm.
Oh, ist das schön. Ich weiß nicht, wie selten die sind, aber heilige Scheiße, das ist schön, es hat sich gelohnt. Danke dafür. Das ist der Moment, wo man einfach seinem Local Game Store mal danken muss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksee. Ciao, ciao.